Beim Super-G der Frauen in Innsbruck überraschte die 23-jährige Franco-Kanadierin Melanie Duchaux sich selbst und die Konkurrenz. Duchaux holte sich seit gut 6 Jahren den ersten kanadischen Sieg und gewann vor der Weltcup-Gesamtleaderin Renate Götschel und vor deren österreichischen Teamkollegin Tanja Schneider. Corinne Rey-Belle vergab eine bessere Klassierung mit einem schweren Fehler im unteren Teil. Sie war als 16. die beste der Schweizer Mannschaft.